Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte dir jetzt hier zeigen, wie man bei Google Drive Tabellen Einzeltabellenblätter umbenennen kann, wie man Teile daraus kopieren kann, in andere Tabellenblätter einfügen kann und vor allem, wie man Referenzen setzen kann. Wie man also absolute und relative Bezüge setzen kann. Das klingt jetzt komplizierter vielleicht als es ist, aber schauen wir uns das einmal an. Ich habe jetzt hier in meinem Tabellenblatt habe ich die Bezeichnung Telefonkosten. Ich benenne das jetzt hier mal um, denn ich möchte eine zweite Tabelle machen, die sich ebenfalls mit Telefonkosten beschäftigt. Und die nenne ich jetzt hier die erste mal Telefonkosten 1 und füge jetzt hier ein weiteres Tabellenblatt ein. Das werde ich dann nennen Tabellenkosten 2. Ich benenne das jetzt hier um. Schreibe jetzt hin. Telefonkosten 2. Klicke hinein und er hat dann diese neue Bezeichnung übernommen. Und ich schaue mir noch einmal dieses Tabellenblatt an, das bei mir jetzt Telefonkosten 1 heißt. Und hier sieht man, dass ich es für das erste Halbjahr festgelegt habe. Ich nehme jetzt hier Inhalte, rechte Maustaste kopieren, gehe hier hinein und füge dann das, was ich mir hier kopiert habe, dann hier herein. Rechte Maustaste einfügen und ich habe das hier auch schon eingefügt und ich richte hier wieder mal die Breite dann der Spalten aus. Ja, und möchte hier dann aber das zweite Halbjahr verwenden, deswegen besse ich diesen Eintrag hier jetzt aus. Und mache das Ganze dann für das zweite Halbjahr. Hier fange ich dann an mit dem Juli. Danach kommt dann bekanntlicherweise der August. Schaue jetzt dann, ob ich das dann mit einer Autovervollständigung hinkriege. Ich habe das jetzt hier markiert und bin jetzt hier gekommen, tatsächlich bis zum September. Füge hier jetzt dann nochmal ein Gesamtsumme. Das wäre die Gesamtsumme hier dann für das zweite Halbjahr. Und gebe dann hier ein für eine Grundgebühr. Gebe ich hier dann zum Beispiel einmal 14. Und da verändert sich das Ganze. Jedes Monat dann immer günstiger. Da könnte ich das dann so eingeben. Aber ich kann dann, wie du ja weißt, kann ich hier eine Autovervollständigung vornehmen, markiere jetzt diese beiden Bereiche hier und schaue, was dann jetzt passiert. Und es wird dann tatsächlich immer eins weniger, weil immer den Unterschied dann festlegt. Kommen hier also dann 14, 13, 12, 1, 10, 9 dann herunter. An Gesprächskosten variiere ich das Ganze wieder. Das heißt, ich telefoniere nach unterschiedlichem Ausmaß. Es wird zufälligerweise immer um 2 kleiner. Und um zu zeigen, wie diese Autofunktion dann hier funktioniert, gehe ich jetzt hierher und ziehe das dann weiter herunter. Und siehe da, die Reihe wird hier fortgesetzt um 2 in dem Fall. Da bin ich hier bei den monatlichen Gesamtkosten, die möchte ich mir wieder berechnen. Ich füge wieder eine Berechnung ein, ich mache das Gleichzeichen, gehe hierher, es wird der Wert für die Zelle B5 eingetragen, verwende dann ein Plus und nehme dann hier entsprechend dann den Wert der Zelle C5, drücke Enter und es wird mir hier zusammengezählt, eben dann der Wert von B5 und C5, wähle das hier aus, ziehe das da herunter und es wird mir tatsächlich dann, wenn man diese Zellbezüge dann einer vervollständigt. Das heißt, ich habe hier am Anfang ja gehabt B5 und C5, dann gehe ich weiter hinunter, bleibe aber in derselben Spalte hier, was das Ergebnis betrifft, wandere aber hier herunter und habe dann hier B6 und hier C6. Das wird hier automatisch dann dementsprechend dann ergänzt. Wenn ich die Summe bilden möchte, gehe ich jetzt hier herein, mache das Gleichzeichen, tippe dann Sum und es wird mir schon hier eine Funktion vorgeschlagen. In dem Fall wähle ich das dann hier wieder aus. Es wird der Wertebereich von B5 bis B10 vorgeschlagen. Habe dann hier dann auch schon das Ergebnis. Nehme wieder den Anfasser und ziehe es dann dementsprechend dann hier herüber. Und habe damit dann meine Zwischenergebnisse. Jetzt ist aber so, dass ich hier im Tabellenblatt Telefonkosten 1 die Werte für das erste Halbjahr habe.
und bei Telefonkosten 2 die Werte des zweiten Halbjahres. Jetzt möchte ich mir aber dann anschauen, wie viel das im gesamten Jahr kostet. Dann müsste ich natürlich dann auf die Werte und Telefonkosten 1 zugreifen. Ich schreibe mal hier das Gesamtjahr hin und möchte dann praktisch von der Grundgebühr hier dann hier dann die Werte des ersten Halbjahres plus den zweiten Halbjahr haben. Ich mache das jetzt so, ich verwende wieder das Gleichzeichen und begebe mich dann hier in das Tabellenblatt Telefonkosten 1. Suche mir hier dann die Gesamtkosten, gehe jetzt hier herein, drücke dann ein Plus und gehe dann wieder zurück zu den Telefonkosten 2 und wähle mir dann diesen Wert in diesem Tabellenblatt dann aus und drücke dann Enter. Da sieht man dann 159 angezeigt. Und wir schauen uns jetzt hier gleich noch einmal diese Funktion an. Und da ist eine Änderung gegenüber den Funktionen, die wir bis jetzt kennen. Es steht hier nämlich nach dem Gleichzeichen, das uns ja anzeigt, dass ich eine Funktion verwende, Telefonkosten 1 Rufzeichen. Und Telefonkosten 1 Rufzeichen bedeutet, in dieser Schreibweise bei diesen Funktionen, dass ich auf Werte in diesem Tabellenblatt Telefonkosten 1 zugreife. Und im Telefonkosten 1 meine ich dann hier die Zelle, die Koordinaten praktisch B11 dann beinhaltet. Also die Werte, die auf B11 im ersten Tabellenblatt sind, das eben Telefonkosten 1 hat, greife ich zu und addiere dann hier in diesem Tabellenblatt die Werte von B11. Ich ziehe das jetzt hier weiter rüber und schaue, ob das jetzt hier funktioniert. Dann da herauskommt. Ich schaue mir wieder den Wert an, Telefonkosten 1, dann nehme ich der C11 und dann nehme ich hier dann von C11 in diesem Tabellenblatt. Und genauso schaut es dann auch dementsprechend dann hier aus. Ich möchte dir jetzt noch zeigen, was man unter einer absoluten und einem relativen Zellbezug versteht. Wir hatten bis jetzt hier relative Zellbezüge, insofern weil, wenn wir uns die Formel hier anschauen, habe ich das heruntergezogen und es hat sich dann der Wert verändert, das heißt aus dem B5 oder B6 zum Beispiel, aus dem C5 oder C6 und so weiter. Das heißt, die Bezüge beziehen sich im Prinzip auf die Werte relativ zu dem, was sich hier befindet. Wenn ich jetzt hier eine weitere Angabe machen würde und zum Beispiel sagen würde, wir haben im Nachhinein einen Abzugsposten bekommen. Abzugsposten von, sagen wir, 2 Euro. Und den könnte ich dann in jedem Monat dann abziehen. Dann wäre ja dann dementsprechend dann die Rechnung gleich hier den Wert dieser Zelle von D5 minus diesen Wert hier. Dann drücke ich Enter und würde dann auf einen Wert von 37 kommen. Also von 39 zieht man 2 ab. Wenn ich das jetzt hier herunterziehen würde, komme ich schnell drauf, dass der Wert hier in dem Fall 36 ist. Wenn ich mir das hier anschaue, habe ich hier nämlich D6 minus E3, geht dann hier um 1 weiter und hier steht aber nichts. Das heißt, ich bräuchte hier in dem Fall einen absoluten Zellbezug. Das heißt, bei meiner Formel sollte sich das hier nicht verändern, nämlich der Bezug hier auf E2. Ich werde das jetzt machen, ich lösche also hier den Eintrag weg, gehe hier nochmal rein und verändere die Formel. Und ich kann das sehr einfach machen, indem ich dann hier ein Dollarzeichen vor E setze und vor E2 und dann bedeutet das, wenn ich hier diese automatische Vervollständigung über den Anfasser verwende, bleibt der Bezug, wenn ich den Dollar davor gesetzt habe, bleibt der Bezug in dem Fall hier auf die Spalte und auf die Reihe gleich. Wenn ich das jetzt hier runtersetze, schaue ich mir das da an, dann habe ich hier 36 minus 2 ist 4, das wäre also dann D6, da hat sich dann der Zellbezug verändert. Weil in unserer Originalfunktion hatten wir D5, da wird dann D6 daraus. E2 bleibt gleich, weil ich das Dollarzeichen gesetzt habe. Wenn ich das Dollarzeichen nicht gesetzt hätte, wäre dementsprechend dann, hätte man hier weitergeschaut und irgendwann hätte man dann den Wert dann von E5 eingetragen. Also soweit und momentan einmal der Unterschied zu den absoluten und den relativen Zellbezügen. Der Unterschied besteht eben darin, nochmal zur Wiederholung, dass ich hier das Dollarzeichen einsetze.